Heute werden die Fetzen fliegen, Leute. Ich werde abrechnen mit dem sogenannten Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens. Das Gesetz sorgt grob gesagt dafür, dass die Cops nun die Möglichkeit haben, alle deine digitalen Geräte zu überwachen, wenn du unter Verdacht stehst, ein Verbrechen begangen zu haben. Doch keine Sorge, es werden hier, wie es im Gesetzestext heißt, nur schwere Straftaten auf diese Weise verfolgt, wie zum Beispiel Terrorismus und die CDU verkauft das Gesetz so, als wäre es ein Gesetz, um hauptsächlich Verbrechen wie Terrorismus nachzugehen. Terroristen und Kriminellen. Terroristen und Kriminelle. Kriminelle oder terroristische Aktivität. Terrorismus, möglicherweise sogar einen terroristischen Anschlag. Doch ab jetzt darf man auch wegen Dingen wie Steuerhinterziehung, Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung, Volksverhetzung, Urkundenfälschung, Sportwettbetrug auf allen technischen Geräten überwacht werden. Und besonders von Belang für viele meiner Zuschauer, auch bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz oder gegen das neue psychoaktive Substanzengesetz kann man überwacht werden. Dass die Regierung im Zusammenhang mit diesem Gesetz immer wieder die Bekämpfung von Terrorismus betont, ist besonders lächerlich, wenn man bedenkt, dass die Polizei schon vor diesem Gesetz die rechtliche Grundlage hatte, auf eine solche Weise gegen Terrorismus vorzugehen. Das ist so, als würde man sagen, wir wollen vermehrt gegen Kinderpornografie vorgehen und deshalb darf man ab jetzt nur noch mit Personen über 40 Sex haben. Also nur noch mit CDU-Politikern und Wählern. Die Polizei durfte ja schon vorher bei diesen ganzen Vergehen die Telefone abhören. Aber dies auf die Überwachung von sämtlichen Geräten auszuweiten, ist ein viel größerer Eingriff in die Privatsphäre. Die können somit zum Beispiel herausfinden, dass ich mir dreimal am Tag zu den Marlene Mortler Google Bildersuchergebnissen einen runterhole. Doch keine Sorge, Elisabeth Winkelmeier-Becker kann uns beruhigen. Sie ist sich sicher, dass mit diesen Instrumenten nur sehr sorgfältig und restriktiv umgegangen wird. Ich weiß nicht, woher Sie nehmen, dass das zu einer Standardmaßnahme werden kann. Also weder die rechtlichen Voraussetzungen lassen diesen Schluss zu, noch auch die Erfahrung mit diesem Instrument im präventiven Bereich. Auch da wird sehr restriktiv damit umgegangen und genauso wird das, das ist meine feste Überzeugung, auch hier im Bereich der Ermittlungen, im Bereich der Strafverfolgung geschehen. Allein im Jahr 2015 gab es mehr als 10.000 Überwachungen wegen Verdacht auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das macht fast die Hälfte aller Fälle von Telefonüberwachungen aus. Aber ja, es wird mit solchen Instrumenten nur sehr restriktiv und vernünftig umgegangen. Das Gesetz wird außerdem die IT-Sicherheit schwächen, denn damit die Polizei einen überwachen kann, muss sie Sicherheitslücken in Systemen finden und ausnutzen, um mit dem Staatstrojaner in diese Systeme einbrechen zu können. Somit wird der Staat sämtliche solcher Sicherheitslücken finden, ohne dass sie irgendwas dafür tun, dass diese behoben werden und somit Verbrecher diese Lücken ebenfalls ausnutzen können. Hashtag WannaCry. Dass das Gesetz laut vieler Experten verfassungswidrig ist und gegen vergangene Urteile des Bundesverfassungsgerichts geht, scheint der Regierung völlig egal zu sein. Ja, schon mal ein Applaus wert, finde ich auch. Nicht nur das Gesetz selbst ist eine absolute Katastrophe, sondern auch die Weise, wie es zu diesem Gesetz kam. Das Gesetz erleichtert nicht nur den Einsatz des Staatstrojaners, das Gesetz selbst ist ein trojanisches Pferd. Genau genommen ist das Ganze nämlich kein Gesetz, sondern eine Gesetzesänderung der Telekommunikationsüberwachungsgesetze, welche im Rahmen eines anderen neuen Gesetzes in letzter Sekunde mit eingeschleust wurde. Diese Ironie ist unglaublich. In der Bundestagsdebatte wird dann immer wieder von Regierungsparteien behauptet, dass das Ganze überhaupt kein bisschen sneaky war und dass man darüber schon ewig lang diskutiert hat. Es mag ja sein, dass vor allem über das Gesamtpaket, über welches da abgestimmt wurde, schon länger diskutiert wurde. Aber dass ausgerechnet der Teil mit der Überwachung in letzter Sekunde hinzugefügt wurde, sollte einen schon sehr misstrauisch machen. Wie kommt es dann, wenn das Ganze ganz und gar nicht sneaky war, dass die Bundesdatenschutzbeauftragte über netzpolitik.org überhaupt erst erfahren hat, dass solche Änderungen geplant sind?
Und warum wurde der Bundesrat nicht mit einbezogen? Die Vorgehensweise war so transparent wie Wasser aus irgendwelchen armen Dörfern in Afrika. Selbst wenn diese Ergänzung nicht zu kurzfristig stattgefunden hätte, kann es doch nicht sein, dass eine so signifikante Änderung nur ein kleiner Teil in einem riesigen Gesetzespaket ist. Das ist so, als würde ich dir in einem Nebensatz mitteilen, dass ich deinen Vater gebumst habe. Jo, bei mir ist alles top, das Wetter hier ist voll schön, der Familie geht's auch gut. Der kleine Heiko hat letztens seinen Milchzahn verloren und dein Vater habe ich letztens auch gefickt. Bitte was? Der Heiko hat noch Milchzähne? Was für ein Arschloch! Das ist mit Worten jenseits der Fäkalsprache nicht mehr zu beschreiben. Oder wie ich sagen würde, das Gesetz ist scheiße. In diesem Gesetzespaket war übrigens auch die Änderung dabei, dass Polizisten jetzt auch ohne richterliche Anordnung Blut abnehmen können, um zu schauen, ob du zum Beispiel noch THC im Blut hast. Hier kann auf die richterliche Anordnung, denke ich, ganz guten Gewissens verzichtet werden, weil der telefonisch erreichte Richter im Zweifel eh nur das bestätigen kann, was ihm der Polizeibeamte vor Ort schildert. Es stimmt zwar, dass der Richter nicht vor Ort ist und eigentlich somit diesbezüglich keine objektiven Entscheidungen treffen kann, aber wenn man den Richter nicht mehr fragen muss, könnte das die Hemmschwelle senken, ab wann die Blutabnahme eingesetzt wird. Das Ganze wäre ja auch nicht so ein großes Problem, wenn wirklich nur das eindeutig berauschte Fahren hier in der DDR bestraft werden würde. Aber in der DDR kann man ja schon bei kleinsten Mengen von THC-Abbauprodukten bestraft werden. Außerdem erhalten im Sprachpaket sind 100 Freiminuten und 20 freie SMS. Nee, Moment mal, ich bin da gerade durcheinander gekommen. Außerdem erhalten im Strafpaket ist die Regelung, dass man jetzt auch für Vergehen außerhalb des Verkehrs mit einem Fahrverbot bestraft werden kann. Aber Herr Richter, warum bekomme ich jetzt ein Fahrverbot? Meine Straftat war doch überhaupt nicht im Bereich des Straßenverkehrs. Aber im Bereich des Geschlechtsverkehrs mit Kindern. Oh, stimmt, dann sind die 2 Monate Fahrverbot wohl als Strafe gerechtfertigt. Prinzipiell kann diese Änderung auch was Gutes sein, denn diese soll laut Gesetz unter anderem eingeführt werden, damit man vielleicht teilweise Fahrverbote anstatt Haftstrafen erteilt. Und jeder würde ja ein Fahrverbot einer Haftstrafe vorziehen. Die Frage lautet allerdings, wird das in der Praxis wirklich so laufen oder werden jetzt prinzipiell bei Straftaten, die früher eigentlich nur Sozialstunden beinhaltet hätten, noch Fahrverbote draufgeklatscht. Zusätzlich kann man hoffen, dass Richter hier bei der Entscheidung der Strafen mit einbeziehen, dass jetzt zum Beispiel für den durchschnittlichen Bewohner einer Großstadt ein Fahrverbot nicht so schlimm ist wie für einen Dorfbewohner. Laut dem Postillon dürfen übrigens Richter bald Haftstrafen und Fahrverbote kombinieren. Was? Ich darf während den 2 Jahren, die ich im Knast sitze, kein Auto fahren? Ich finde es richtig cool, dass beinahe alle von euch meine politischen Analysen genauso feiern wie meine üblichen Drogenvideos. Für die Außenwirkung ist das ganz gut, weil das zeigt, dass wir nicht nur irgendwelche verballerten Menschen sind, dessen einziges Ziel es ist, Drogen zu legalisieren, damit wir uns noch mehr wegballern können, sondern dass wir hochintelligente Individuen sind, die anspruchsvoll, und dein Vater habe ich letztens auch gefickt, oder zumindest einigermaßen anspruchsvoll über Politik debattieren können. Gucken sich mal die Kids an, die drücken auf den Hörer bei WhatsApp. Keine Sorge, nächste Woche gibt es wieder Videos mit größerem Drogenschwerpunkt. Ich denke, das hier ist ein Video, das man ganz gut teilen kann. Würde mich freuen, wenn ihr das macht. Außerdem würde es mich freuen, wenn ihr diesem Video 5 Sterne gibt und diesen Kanal abonniert, aber nur, wenn ihr in Open Mind 3000 habt.